Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Livestream heute Abend, Montagabend, den 6. Mai auf YouTube. Ich hatte ja vorher gesagt, wie immer, man kann mir schreiben. Es geht heute um Projektion und Übertragung, und die uns eben in Bezug auf alle Menschen Probleme machen, aber besonders in Bezug auf unsere Kinder, weil es da so unverhältnismäßig wird. Ich habe mehrere schriftliche Vorabfragen erhalten von euch. Und ich fange gleich mit der ersten an. Hoffe, dass jetzt noch viele hierher finden. Vielleicht kann jemand, Astrid oder so, das noch auf Facebook, den neuen Link, posten. Obwohl, naja, müssen sie halt weiter. Also, der erste, der kam, war von jemandem, die an einer Schule arbeitet. Und ich, ihr könnt ja immer in den Chat reinschreiben, ne? Klar. Und zwar zum Thema Projektionen. Das Schöne an dieser Frage ist, eigentlich ist die Frage schon beantwortet worden im Brief selber, und ich kann es eigentlich nur bestätigen. Also, ich leite ein Projekt im Ganztagsbereich einer Mittelschule und unterrichte dort einmal pro Woche eine Gruppe von 5 Klässlern. Obwohl ich mit meiner eigenen Familie keine Probleme habe, meine Alpha-Rolle zu leben und auch sonst in meinem Leben in diesem Bereich wenig Schwierigkeiten habe, ist es in diesem Projekt ganz anders. Ich habe große Schwierigkeiten, meine Schulkinder souverän zu führen, und traue mich irgendwie nicht so wie sonst in meinem Leben, klare Signale zu geben, wo meine Grenze ist für Unruhe, Späße und Respektlosigkeiten. Ich kenne das Alpha-Thema ausreichend gut, um die theoretischen Grundlagen zu haben, wie es sein sollte. Trotzdem wuppt es nicht bei der Umsetzung. Auch das ist gar nicht typisch für mich, da ich normalerweise mit großer Kraft an die Umsetzung von etwas gehe, was mir wichtig ist. Nun stelle ich mir seit einiger Zeit die Frage, ob es mit meiner eigenen, nicht sehr glücklichen Schulzeit zusammenhängt. Ich war in der Schule eine Außenseiterin und hatte lange Zeit keine Freundinnen. Kann es sein, dass ich diese Sehnsucht nach Beliebtheit und Freundinnen hier in meinem Projekt noch nachholen möchte? Absolut kann das sein, halte ich für sehr wahrscheinlich, und ich glaube, wir alle kennen diesen Effekt irgendwie. Und dadurch darauf verzichte, mich als Lehrerin unbeliebt zu machen. Falls ja, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Das Problem hat sich bisher kein bisschen verändert, obwohl ich es mir seit 8 Jahren immer wieder vornehme, falle ich trotzdem immer wieder in das unsichere und liebe Verhalten zurück. So. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was uns auch helfen kann, zu erkennen, wo wir Projektionen und Übertragungen haben. Gerade nämlich da, wo wir uns fragen, Moment mal, irgendwie komisch, was ist hier los? Ich habe das doch sonst gar nicht, dieses Problem, ne? Und deswegen ist das so typisch, dass derjenige, der das hier geschrieben hat, eben sagt, eigentlich passt das gar nicht zu mir, eigentlich habe ich so ein Problem nicht, aber in diesem Kontext, in diesem Umfeld, nämlich im Bereich Schule, da ist dieses Problem. Und sie hat das total richtig im Grunde schon eingeschätzt und analysiert, dass sie im Grunde in dem Moment, wo es nach Schule riecht und wo sie in der Schule ist, ein Teil von ihr geweckt wird und angetriggert wird, der eben sehr unglücklich war, sich sehr hilflos gefühlt hat. Und sie hat im Grunde Schwierigkeiten, ihren Schülern als die erwachsene, souveräne Frau gegenüberzutreten, sondern sie gleitet praktisch in einen anderen Film, wo sie gerne beliebt sein möchte, ne? Und das ist ja für, ich bin zu sehr vielen verschiedenen Schulen geschickt worden und war auch überwiegend unbeliebt. Irgendwann so mit 14 hatte ich dann den Dreh raus, mich so anzupassen, dass die anderen mich akzeptiert haben. Aber sie haben immer noch gemerkt, irgendwie ein bisschen komisch ist das mal. Ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie ein bisschen komisch und anders. Und das kennen wahrscheinlich viele von uns. Denn gerade wenn man eine ausgeprägte Individualität hat, dann ist es oft so, dass man in solchen Gruppen halt nicht zu denen gehört, die überall mitmischen und überall dazugehören. Und die entscheidende Frage ist ja, wenn die Analyse richtig ist,
wie kommt sie aus dieser Nummer wieder raus? Ne? Wie kann sie das auflösen? Und im Grunde kannst du das nur auflösen, indem du das, was damals war, in deiner Schulzeit nochmal anguckst und im Grunde die Trauer darüber findest. Ach, super. Genau. Und die Trauer darüber, dass es damals so war und wie weh das getan hat. Und in dem Moment, wo man etwas sich wirklich sozusagen sich dem stellt und wirklich es betrauert, dann kann man anfangen zu üben, sich anders zu verhalten. Und solange man sozusagen versucht zu denken, ach na ja, so schlimm war das schon nicht und ist ja jetzt auch vorbei und so, kann es einen immer noch behindern. Viele Dinge von früher, die vorbei sind, behindern einen nicht unbedingt und dann ist es auch gut. Aber in diesem Fall behindert es dich und du kommst seit 8 Jahren nicht da raus und immer wieder diese Situation. Und da würde ich natürlich jetzt gerne hören, ob du damit was anfangen kannst, mit diesem, ja stimmt, ich weiß es zwar und kann auch intellektuell darüber reden, dass das damals nicht so schön war, aber im Grunde die richtige, wirkliche Trauer darüber, wie scheußlich das war, so unbeliebt zu sein, habe ich noch nicht gefunden. Und deswegen, ich muss jetzt mal hier rangehen, hier versucht jemand mich ununterbrochen. Ich bin gerade mitten im Livestream, was ist? Ich bin gerade mitten im Livestream. Was ist? Ah, okay. War nicht so wichtig. das ist sozusagen, das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt, ne? Dass wenn in dem Moment, wo wir so etwas Trauriges haben in unserem Leben und haben es mental vielleicht schon ganz gut uns angeguckt und verstanden und bearbeitet, aber noch nicht gefühlt und noch nicht wirklich die Tränen darüber gefunden. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man auch eher an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vorbei. Aber die wichtigste Voraussetzung hier ist im Grunde, dass sie das total verstanden hat, was ich auch wirklich vermuten würde, dass das so richtig ist, dass da die Ursache dafür liegt, dass sie genau in diesem Setting total unsicher ist und eigentlich die Rolle, die sie eigentlich hat, gar nicht ausüben kann, weil dieses kleine Mädchen in ihr, was gerne bei den anderen Mädchen und Kindern beliebt sein möchte, sich einfach total mächtig zu Wort meldet. Und genau, dann und wenn ihr was dazu sagen wollt, ob euch das einleuchtet oder so, dann bitte gerne, ne? Und mir Feedback geben. Oder wenn ihr sagt, ja, stimmt aber nicht und ich habe schon ganz doll getrauert, aber und dann ist es eben auch so. Ne? So, die zweite Zuschrift von Lola. Da heißt es eben, sehr, sehr lange beschäftige ich mich mit dem Neufeld-Ansatz. Meine große Tochter wird 23 Jahre alt und meine kleine Maus wird 4 Jahre alt. Das ist ein spannendes Spektrum. Ne? Mir liegen sämtliche Bücher vor, die ich auch alle verschlungen habe. Leider ist es mir oft nicht möglich, bei mir zu bleiben und nicht auf das Verhalten meiner beiden wundervollen Töchter in kindlichen Emotionen, Wutausbrüchen zu kontern. Und ich leide dermaßen darunter seelisch, das kann sich niemand vorstellen, dass ich meine Worte und Handlungen nach außen so hart und schlimm anhören. Und meine beiden Töchter sind meine absoluten Wunschkinder und ich möchte sie niemals missen. So weit, so gut. Und das, ich glaube, das kennen wir alle. Diese Situation, ich liebe meine Kinder oder ich liebe auch meinen Partner oder ich mag meine Kollegen. Und in bestimmten Situationen, wenn meine Knöpfe gedrückt werden, dann benehme ich mich in einer Weise, wo ich entweder später oder manchmal sogar im selben Moment, während ich mich so benehme und während ich all diese Dinge sage, gibt es einen Teil von mir, der denkt, hä, was rede ich denn hier? Wie blöd ist das denn? Und warum, oh nee, warum schreie ich denn schon wieder? Und trotzdem macht man es dann, ne? Also da ist Lola überhaupt keine Ausnahme und das ist so.
Jetzt beschreibt sie weiter ihre Situation. Beide sind sehr fordernd und dominant. Bin ich das auch? Wahrscheinlich eher nicht. Denn die Ordnung, das, da müsste man natürlich jetzt im, da würde man in der Wachstumsgruppe und so weiter dann nach und nach auch mehr Wissen darüber erhalten. Aber ich werde demnächst auch wieder öffentliche Kurse anbieten, wo man da einen Einstieg kann und, kriegen kann und ein Grundverständnis. Kinder warten im Grunde darauf, das ist ihre natürliche Grundeinstellung, wenn sie zur Welt kommen, dass Eltern oder diejenigen, die sich um sie kümmern, die Führung übernehmen. Das ist einfach eine biologische Grundeinstellung, total sinnvoll, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ne? Diejenigen, die hier schon länger überlebt haben und die für mich verantwortlich sind, das ist sinnvoll, dass ich mich an denen orientiere. Okay, und ich, wir, ist Lola, alles klar. Wenn die Eltern oder in dem Fall eben die Mama diese Rolle nicht einnimmt, weil sie zu nachgiebig ist, nicht genügend Grenzen setzt, nicht oder nicht klar ist in den Grenzen, dann denkt sich das Gehirn des Kindes, oh, okay, die Führungsperson ist wer jetzt nochmal? Ich finde keine so richtig, also muss ich wohl. Und dann übernehmen Kinder, um sich und die Sippe zu retten, die Führungsrolle, aber sie sind im Grunde total überfordert damit und werden deswegen sehr fordernd und dominant, weil sie ja wie so kleine Kinder, die in viel zu großen Schuhen rumlaufen müssen, sind sie eigentlich total gestresst und unglücklich. Ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass Lola unbedingt selber sehr fordernd und dominant ist im Umgang, sondern wahrscheinlich eher zu nachgiebig. Nachgiebig und ach na ja, aber schau doch mal hier und bitte mach es doch jetzt oder so. Und irgendwann, und das ist dann immer der Umschlag von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde, irgendwann reißen uns dann die Nerven, wir können nicht mehr. Und dann wird es blutig, ja? Dann werden wir brutal und flippen aus und schreien rum und machen sonst irgendwas. Und das hat dann zur Folge, dass die Kinder dann in dem Moment, je nach Situation, sieht so aus, liebe Dagmar, genau. Ich kann leider nichts hören, kann mir jemand sagen, wie ich den Ton anbekomme? Also das muss an deinem Ding liegen, denn die anderen hören mich ja gerade alle. Du musst mal gucken, ob du vielleicht an deinem Computer den Ton ausgeschaltet hast. Denn eigentlich ist jetzt schon das zweite Mal, dass du technische Schwierigkeiten hast. Das ist ja wie verhext, Brigitte. So, und das heißt, die... Ja, stimmt, genau. Liebe. Kannst du ihr das schreiben, was ich gesagt habe? Ich schreibe es sonst auch nochmal. Kannst du sehen, mein Multitasking ist auch, war auch schon mal besser. Liebe Brigitte, bitte prüfe deine PC-Einstellungen, denn die anderen hören mich ja sonst nochmal raus und rein. So, genau. Also, nach außen wirke ich mittlerweile wie ein strenger Feldwebel. Und das ist genau der Punkt. Der Feldwebel, ja, warum muss der so rumschreien? Weil, also das ist jedenfalls so das typische Bild des Feldwebels, der schreit deswegen so rum, weil er eigentlich keine wirkliche Autorität hat, sondern es ist eine Autorität, die nur mit seiner Rolle zusammenhängt. Außerdem schreit er auch um sozusagen diesen Horror und Terror bei den Soldaten aufzubauen. Das war ein anderes Thema. Aber also die Gesamtsituation sieht so aus, da die Töchter dominant und fordernd sind, ist im Grunde schon klar, dass Lola nicht wirklich in ihrer Alpha-Position ist und ihrer Mitte. Und das spüren die Kinder oder auch die schon erwachsene Tochter. Und
reagieren deswegen auch nicht. Und dann muss man eben schreien und man muss immer mehr schreien. Ne? Und die Lösung daraus ist einfach, oder einfach gesagt, aber nicht so einfach getan, in diese innere Kraft zu gehen, nämlich dieses Wissen, Lola, du bist die Mutter. Und das bist du und bleibst du, egal wie viel du jetzt in der Vergangenheit schon rumgeschrien hast und wie oft dir vielleicht die Hand ausgerutscht ist oder so. Das ist alles egal. Du bist die Mutter und du hast von der Natur und vom lieben Gott und von allen erforderlichen Instanzen alles mitgekriegt, um diese Rolle auch einzunehmen und sozusagen diese fürsorgliche Mama zu sein, die eine natürliche Autorität hat. Und was uns nämlich davon abhält, diese natürliche Autorität einzunehmen, das ist, und da sind wir dann wieder bei der anderen Zuschrift von der anderen, die in der Schule arbeitete, das ist, wenn wir zum Beispiel, jetzt beim Fall von Lola, die bei beiden Töchtern zu lieb ist, ja, so dass die Töchter ihr auf der Nase rumtanzen und dann muss sie schreien, um überhaupt noch den Alltag gewuppt zu kriegen. Und dieses zu lieb sein, das hängt eben in der Regel damit zusammen, dass wir geliebt werden wollen und dass wir es nicht aushalten, wenn unsere Kinder sagen, warum darf ich das nicht, blöde Mama oder so, ja, das können wir nicht aushalten, weil wir eben geliebt werden wollen und geliebt werden wollen mit diesem Teil in uns, der klein ist und wollen da sozusagen, wir verwechseln dann im Grunde, so verrückt wie das klingt, wir verwechseln unsere Kinder mit unseren Freundinnen früher in der Schule oder mit unseren eigenen Eltern oder mit den Leuten, wo wir als Kinder davon abhängig waren, dass die uns lieb hatten. Und ganz viele Eltern können es nicht aushalten, ihrem Kind Grenzen zu setzen und klar zu agieren, weil das Kind doch immer glücklich sein möchte. Und dann zögern sie das hinaus, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Und dann wird es eben streng und laut und unangenehm. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Und hinterher tut es einem dann wieder leid und dann ist man wieder besonders lieb. So, und Lola schreibt Schnief, ja, ganz genau. Und das bedeutet, im Grunde wäre die Lösung bei dir ganz ähnlich wie in dem ersten Fall. Das macht alles total Sinn, ich kann das gut nachvollziehen, wunderbar. Ich setze Grenzen, jedoch werden sie nicht ernst genommen. Ja, aber das hängt eben mit deiner inneren Haltung zusammen, wenn du sozusagen, wir kennen das aus der Schule, wenn ein Lehrer da reinkommt, der eine kommt rein und irgendwie merken die Kinder, der steht da und sind ruhig und hören zu und dann kann er einen Einstieg finden oder er schafft es innerhalb kurzer Zeit, die so zu sammeln. Und andere Lehrer scheitern mehr oder weniger in der Schule und die Kinder tanzen ihnen auf der Nase rum, weil sie diese Ausstrahlung nicht haben. Und diese Ausstrahlung hängt damit zusammen, sozusagen, wenn du die Grenzen setzt und es dir aber im Grunde selber nicht so richtig glaubst oder selber nicht glaubst, dass deine Kinder auf dich hören. Und das ist natürlich nach 23 Jahren auch schon eine lange Zeit vergangen. Ne? Aber die Lösung wäre in beiden Fällen oder wäre hier genauso wie in dem anderen Fall, dass du dir anguckst, warum habe ich es sozusagen, warum habe ich diese Ausstrahlung der Ohnmacht oder warum war ich zu freundlich und kann es nicht aushalten, einfach ganz gelassen und klar zu sagen, nö, so geht's jetzt nicht und ganz ruhig zu bleiben. Wenn du dann rausgefunden hast, mit wem du deine Kinder sozusagen verwechselst oder welche Prägung überhaupt der Punkt ist, dass du dich so verhältst,
und dass du eben nicht diese Alpha-Ausstrahlung hast, dann dir diese alten Geschichten angucken und darüber zu deiner Trauer finden und dir sagen, oh Mann, das war aber auch wirklich schlimm. Und in dem Moment, wo du das, die wahre Ursache sozusagen angeguckt hast und gefühlt hast, nicht nur mental mit dem Kopf, sondern gefühlt hast, in dem Moment bist du dann frei, neue Wege zu gehen. Und diese neuen Wege funktionieren dann auch nicht mal eben so, sondern das ist ein Übeweg. Das ist wie, wenn man ein Instrument lernt, dass man sich vornimmt, so das nächste Mal, wenn meine kleine Tochter sagt, ich will aber, miep, 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 und dann bleibe ich jetzt mal ruhig und sage, nein, das geht leider nicht und du würdest gerne, gell, aber geht nicht. Und ruhig bleiben, anstatt zu schreien. Du hast es gar nicht nötig zu schreien. Ne? Aber das hängt sozusagen, das ist eine ganz, ganz tief innere Sache. Das hängt weder von der Wortwahl ab, noch sonst was, sondern von diesem inneren Ding, ob du in dem Moment dieses innere Standing hast. Mein Mann meint, dass ich zu streng bin. Ich jedoch ist er noch nachgiebiger als ich. Naja, einer Familie muss ja die Ordnung aufrechterhalten. Wir können das hier natürlich jetzt nur anreißen. Ne? Ich habe jetzt so die wichtigsten Dinge gesagt dazu. Und das müsste man dann jetzt individuell aufdröseln. Aber ich habe noch eine andere Zuschrift erhalten, die ich gerne vorlesen möchte. Und wir wollen ja auch dann noch, ich will ja auch ein paar grundsätzliche Sachen darüber sagen. Okay, also, und zwar... Nein, hier ist es. Falscher Zettel. Also, unsere Mutter, wir waren zu fünft, wurde manchmal von uns so zur Weißglut getrieben, dass sie schließlich ausgerastet ist. Dieses Ausrasten bestand in extrem seltenen Fällen, ein- oder zweimal in meinem Leben, sogar aus einer Ohrfeige. Eher aber darin, dass sie uns etwas vorzuenthalten versuchte, was entweder versprochen war oder zu den speziellen, schönen Mutter-Kinder-Ritualen gehörte, wie das allabendliche Vorlesen oder Singen. Wenn sie das durchzuziehen versuchte, ging es ihr jedoch schlechter als uns und sie litt derart offenkundig, dass wir Kinder uns anschickten, sie zu trösten. Wobei sie dann den Tränen nahe war und alles ohne große Analyse und Besprechung wieder gut war. Was mich an dieser Geschichte interessiert, sind zwei Fragen. Erstens, kommen solche Ab- bzw. Verläufe einer Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihren Kindern häufiger vor oder sind sie tatsächlich die Ausnahme? Und zweitens, bis heute empfinde ich zurückdenkend ein unglaublich entlastendes Gefühl, diese Befreiung von Zwietracht, die alle mit der Innigkeit zwischen der Mutter und ihren Kindern zu tun haben. Lässt sich diese Form der Konfliktlösung irgendwie vorbereiten? Ich würde diese besonders tiefe und lebensprägende Möglichkeit der Auflösung von Streit auch heutigen Kindern gönnen, denn ich glaube, dass unsere ganze Welt anders wäre, wenn jedes Kind so etwas überleben könnte. Das ist eine sehr, sehr interessante Zuschrift. Und ich bin ganz anderer Meinung als Jörg, der sie geschrieben hat. Denn ich beleuchte das jetzt mal aus meiner Sicht und im Hinblick auf unser heutiges Thema von Übertragungen und Projektionen. Übertragungen sind ja, dass ich jemand mit jemand anderem verwechsle. Oder Projektionen, dass ich eben meine eigenen unbewussten Inhalte auf jemanden projiziere. Und was hier passiert, das ist eben in diesen seltenen Fällen, dass die Mutter praktisch genau wie die beiden anderen, wie Lola und die Lehrerin, in den falschen Film geraten ist und so getroffen war, dass sie versucht hat, auf gleicher Augenhöhe zurückzuschlagen. Ja, und dann macht jetzt auch nicht mehr das mit euch. Ne? So, ich spiele nicht mehr mit euch. Ne? Ihr seid doof. Also aus Verletzung. Und sie hat in dem Moment ihre Souveränität verloren, weil es sie eben so zur Weißglut getrieben hat. Und es hat sie so zur Weißglut getrieben, weil irgendein tiefer, vergangener Punkt in ihr getroffen war. Das ist immer, wenn uns irgendwas aufregt, das hat immer mit uns zu tun und in der Regel mit Sachen, die wir ganz, ganz früher, als wir noch klein und hilflos waren, erlebt haben. Und so, dass wir dann eben mit dieser großen Emotionalität reagieren. Und was dann passiert ist, ist, die Mutter hat sozusagen ihre Alpha-Rolle verloren und in dem Moment haben die Kinder gemerkt, ups, Mama geht's schlecht, Mama ist nicht mehr unsere souveräne, liebevolle Mutter, sondern sie ist
in dem Moment ein Häufchen Elend. Und dann sind die Kinder ins Alpha gegangen. Ja, das haben wir ja immer wieder, habe ich auch vorhin schon gesagt, in dem Moment, wo die eigentlichen Alpha-Figuren ausfallen, aus welchem Grund auch immer, übernehmen die Kinder die Rolle. Und sie haben dann versucht, die Mutter zu trösten. Und das hat in dem Moment praktisch den Film der Mutter, ich meine das jetzt nicht kalt, ich meine das ganz liebevoll, das geht uns ja allen ständig so, aber die Mutter in ihrem Film von, ihr habt mich verletzt und wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr das nicht machen und so weiter, wurde dann praktisch getröstet wie ein kleines Kind oder sie war so bewegt davon. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das müsste dann derjenige nochmal kommentieren, welche davon stimmt. Entweder hat die Mutter diesen Trost angenommen und war dadurch wieder befriedet. Ich vermute aber, und dann wäre es sozusagen einfach nur so, dass die Kinder die Alpha-Rolle übernommen haben. Oder, was ich eher vermute, die Mutter war eine so reife Person, dass sie in dem Moment, wo die Kinder die Alpha-Rolle übernommen haben und versucht haben, ihre Mutter zu trösten, dass sie in dem Moment gemerkt hat, oh, hier läuft was schief und jetzt versuchen die schon, mich zu trösten, und ihre innere Würde und Gelassenheit wiedergewonnen hat und dann war es wieder gut. Ne? Und insofern, das kenne ich auch auf anderen Ebenen, nicht mit Kindern. Es ist gut, wenn ihr immer dazu schreibt, worauf ihr euch bezieht, denn sonst weiß ich jetzt zum Beispiel bei Jennifer nicht, was genau. Kennst du auch auf anderen Ebenen, nicht mit Kindern. Und zu nicht mit Kindern erzähle ich gleich ein Beispiel von mir. Also das ist sozusagen, das sind hier die beiden Möglichkeiten. Aber diese, und deswegen ist dieser Heilungsweg, der da eben eingeschlagen wurde, eigentlich nicht ideal. Denn das ist in diesem Fall, hat das funktioniert, wahrscheinlich deswegen, weil die Mutter dann gemerkt hat, oh, wenn meine Kinder anfangen, mich zu trösten, dann stimmt hier was nicht, wo bin ich eigentlich? Und sich dann sozusagen dadurch wieder in ihre Mitte gekriegt hat. Und wenn es anders war, dass die Mutter dann in dem Moment den Trost wirklich angenommen hat und sich hat trösten lassen von ihren Kindern, dann wurde dadurch zwar die Spannung rausgenommen und es wurde wieder friedlich, aber es ist im Grunde keine gute Lösung oder keine nachhaltige Lösung, weil es beim nächsten Mal dann wieder so ist. Ne? Deswegen weil er aber schreibt, dass es nur ab und zu so war, glaube ich, dass es eher die zweite Variante war, dass die Mutter dann gemerkt hat, da bin ich wohl etwas entglitten und hat einfach das Zepter wieder übernommen und dann war's gut. Ne? Und was alle diese Beispiele, vielen, vielen Dank für diese Fragen, ganz unterschiedliche Situationen und alle diese Beispiele haben gemeinsam, dass die Person, die eigentlich in sozusagen die Verantwortung hat, in einen anderen Film gerät, weil bestimmte Signale und Reize von außen sozusagen das Gehirn in eine andere Situation führen. Denn im Gegensatz zu unserem Herzen, wo wir in Verbindung sind mit dem gesamten Universum und mit all unserer Größe und so und dem, was wir wirklich sind, jetzt über unseren Körper hinaus, ist unser Verstand, und das ist natürlich dann auch, also diese Herzensverbindung ist etwas Zeitloses, aber unser Verstand ist ja wie ein Computer im Prinzip, also Teile davon, ne? Das, was aus unserem Herzen in der rechten Gehirnhälfte landet, ist natürlich, kann auch zeitlose Inspiration sein. Aber es gehen ja ganz, ganz viele Stränge vom Herzen zum Hirn, viel mehr als umgekehrt. Und also der Ort der Inspiration wird ja auch bei Gordon Neufeld immer gerne durch das Herz symbolisiert.
Und ich würde es noch deutlicher so verstehen, das Herz ist der Ort der Inspiration, wo wir in unserer Größe sind. Aber der Verstand versucht die ganze Zeit, die Situation zu analysieren und vergleicht es mit früheren Situationen. Und wenn da Sachen sind, die wir noch nicht aufgearbeitet haben, wo wir noch nicht ganz flach damit sind, ja, sondern das sind so dunkle Flecken in unserer Vita, in unserem Leben. Genau. Eva, was kann man denn dagegen tun, nicht in diesen Kindmodus zu verfallen? Das kann man, man kann im Grunde nur Schritt für Schritt sich immer angucken, was ist da eigentlich los? Warum reagiere ich, habe ich jetzt in dieser Situation so reagiert und womit habe ich das eigentlich verwechselt? Ne? Und dann, wenn man das hat und wenn man das nicht nur intellektuell erkannt hat, sondern es wirklich gefühlt hat und wirklich seine Tränen darüber vergossen hat, über dieses arme kleine Mädelchen oder Jüngelchen, was wir mal waren, dann wird es leichter, dann fällt man nicht mehr so drauf rein. Und dieses mentale Wissen, dass immer, wenn ich mich tierisch aufrege, ich nicht beim anderen gucken muss, sondern bei mir, ja, das hilft, aber es ist nur die Hälfte der Miete. Die andere Hälfte der Miete ist, dass wir gucken, in was für einem Film bin ich denn da jetzt eigentlich gerade, und dass ich dann sehe, also einfach fühle, wie schrecklich ich mich damals gefühlt habe und mich damit auseinandersetze und das angucke. Und dann kann ich praktisch meinem Gehirn was anderes beibringen. Also bei mir ist es immer so, ich habe zum Beispiel jetzt mal ein ganz, ganz simples Beispiel, was mir jetzt gerade aufgefallen ist bei mir. Das wäre eben ein Fall von Übertragung. Und zwar habe ich ja letztes Jahr sehr unschöne Dinge erlebt, eben mit dem Neufeld-Institut, dass ich das jetzt auf einmal nicht mehr leiten durfte und so weiter und so weiter. Und da haben natürlich bestimmte Menschen auch eine Rolle gespielt, die mich verletzt hat. Und ich kaufe seit vielen Jahren in einem Bioladen ein und da gibt es mehrere Mitarbeiterinnen und eine davon, mit der hatte ich nie irgendwelche Probleme. Und jetzt merkte ich auf einmal, dass ich der gegenüber irgendwie, ich mochte die nicht mehr so gerne. Und das hat mich selber gewundert. Und ich fand die irgendwie auf einmal nicht mehr so nett. Und habe mir das dann angeguckt und das war in diesem Fall ganz simpel, die hat einfach eine äußere Ähnlichkeit, so vom Gesicht, vom Typ, von der Figur, von der Frisur her, wie jemand, der mich im letzten Jahr sehr verletzt hat. Und das hat, mein Gehirn hat im Grunde nur gefiltert, die sieht so aus wie diese andere, die tut dir bestimmt auch weh. Ja? Und nachdem ich das erkannt hatte, und mir das angeguckt hatte und mir auch die Gefühle angeguckt hatte und gefühlt hatte, habe ich dann praktisch, obwohl ich immer noch fand, bin ich einfach über meinen Schatten gesprungen und habe ganz normal und freundlich mich mit ihr unterhalten. Das konnte ich nämlich dann eine Zeit lang nicht mehr so richtig. Ich war im Grunde immer darauf gefasst, dass sie das alles fies meint, was sie sagt, ja. Und die war freundlich wie immer und hat es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Weil ich war jetzt nicht unfreundlich zu der, aber ich hatte einen inneren Vorbehalt. Und dann war ich freundlicher, als ich es eigentlich gefühlt habe, aus diesem Wissen heraus, dass dieser Vorbehalt in meinem Gehirn sitzt, aufgrund der anderen Erfahrung, ne, die in diesem Fall jetzt noch nicht so lange her war. Und dann hat sich das wieder aufgelöst. Und heute kann ich diese Frau wieder als sie selbst sehen und nicht als jemand, der so aussieht wie jemand anders, der mir wehgetan hat. Ne? Genau. Jennifer schreibt, ich finde es schwierig, wenn man selbst als Projektionsfläche benutzt wird und sich dann gut abzugrenzen. Ja, weil es gar nicht so einfach ist, wenn es ist ja schon schwer genug,
zu merken, wenn man selber was auf andere projiziert, ja. Aber wenn die anderen es auf einen projizieren, das ist aber natürlich ganz wichtig, dass man sich den Schuh nicht anzieht. Und man merkt es immer daran, jedenfalls, da kommen wir jetzt in diffizile Bereiche. Normalerweise merkt man es daran, dass es einen im Grunde nicht wirklich berührt, sondern dass man denkt, ups, was ist denn mit der los? Warum sagt die solche Sachen zu mir, ja? Und wenn man dann prüft und denkt, stimmt das denn? War ich denn unfreundlich und kalt zu ihr? Und man dann ehrlich, man muss natürlich dann ehrlich mit sich sein, ne? Aber man merkt, nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Es muss was mit ihr zu tun haben. So wie jetzt mit Brigitte. Ich hoffe, sie hat noch einen Weg gefunden. Ich habe kurz geprüft, die anderen hören mich. Es muss bei ihr das Problem liegen. Und so ist es da auch. Aber es gibt natürlich Fälle, wo jemand etwas auf mich projiziert und zufällig trifft er bei mir genau den Punkt, an den ich empfindlich bin. Und dann projizieren wir gegenseitig hin und her. Und das, ja, daraus bestehen die Dramen dieser Welt, ja. Dass wir uns gegenseitig mit Mama und Papa verwechseln. Und das kann man in jedem Verein, in jedem Kollegium, in jedem Team, in jeder, überall kann man das auch unter Erwachsenen beobachten, dass ständig diese Spielchen losgehen. Und wenn man genau hinguckt, geht es praktisch nur um Projektionen, ja. Nach dem Motto, es gibt ja dieses herrliche Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, kann ich nur empfehlen. Und da gibt es ja die Geschichte von dem Mann mit dem Hammer. Ein Mann braucht einen Hammer. Und dann denkt sich, ach, ich gehe eben zum Nachbarn und leihe mir den. Aber was ist, wenn der mir den nicht leihen will? Also was Blödes aber auch. Also könnt ihr doch mal machen. Ich würde ihm den doch auch leihen. Und dann steigert er sich da immer weiter rein. Und geht letzten Endes rüber, klingelt beim Nachbarn, der Nachbar macht auf und er schreit ihn an, ballen Sie doch Ihren Scheißhammer, Sie Idiot. Ja? Und das ist eine Projektion. Im Grunde hat er selber Angst vor Zurückweisung. Da könnte man dann wieder gucken, wann ist er in seiner Kindheit zurückgewiesen worden und so weiter und von wem und worüber hat er noch nicht geweint. Und das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ne? In dieser Geschichte. Deswegen wird sie auch erzählt. So. Irina schreibt, wenn ich nicht ernst genommen werde und eventuell gleichzeitig ausgelacht, dann bekomme ich es an einem bestimmten Punkt nicht hin, meinen Impuls zu kontrollieren. Die Provokation und das Schreien meinerseits passieren innerhalb von Sekunden. So schnell kann ich gar nicht reflektieren. Na klar, in der Situation schaffen wir das alle nicht. Ihr müsst nicht denken, dass es mir nie mehr passiert. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich schreie nie mehr irgendjemanden an. Aber es ist noch nicht so lange her, dass ich das letzte Mal jemanden angeschrien habe. Es dauert dann immer nur Sekunden, aber ist mir trotzdem nicht angenehm. Und diese Reflexionsarbeit kann man nicht in dem Moment machen. Das ist wie wenn ein Kind einen Wutanfall hat und schlägt um sich. Ups, da hat jemand einen falschen... Ah ja, alles klar. Schlägt um sich und wir versuchen dann in dem Moment vernünftig auf dieses Kind einzureden. Simke macht das nicht. Simke hat auch, glaube ich, noch ihren Ich schalte dich mal stumm, Simke. Sonst hören wir nämlich immer... Warte mal. Ja, ich schalte sie mal stumm, genau. Denn sonst denkt Zoom immer, du willst was sagen und dann wirst du groß geschaltet und ich werde weggeschaltet. So, und das heißt, Irina, in dem Moment kannst du gar nichts dran machen, außer zu denken, oh, da war es wieder und dich hinterher entschuldigen bei demjenigen und sagen, oh, sorry, ich will eigentlich nicht schreien, aber das trifft einfach so einen Punkt von mir. Und dann, außerhalb einer solchen Situation, das ist dann die Situation, wo du nachgucken kannst, wo du auch dir natürlich helfen lassen kannst. Ich biete ja auch Einzelberatungen an, auch in diesem Raum hier per online. Und natürlich kann man auch zu mir nach Bremen kommen, aber wir wohnen ja überall verstreut. Man kann das auflösen, aber das kann man nicht in der akuten Situation. Und bei mir ist es so, wenn ich sowas mir angeguckt habe,
Das heißt nicht, dass es dann nie mehr passiert, sondern es ist auch so ein Weg. Zuerst weiß ich's und trotzdem mache ich es wieder und denke, verflixt noch mal, ja. Und dann irgendwann schaffe ich es zum ersten Mal, es nicht zu machen. Und das ist dann ein ganz großer Sieg. Aber eine Woche später passiert es mir vielleicht noch mal wieder. Das ist auch ein Übeprozess, sich etwas abzugewöhnen, ne? Denn das ist dann schon so eine Standleitung, ja? Jemand macht dich lächerlich und gehst du durch die Decke. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass du irgendwann mal da sehr, sehr verletzt worden bist. Und in dem Moment, wo du dir das angeguckt und das gefühlt hast, kommst du an den Punkt, wo du merkst, man kann mich nicht beleidigen. Das Konzept von Beleidigung ist im Grunde total lächerlich. Denn wenn jemand mich einen Idioten nennt, ja und? Was soll das, ne? Genau, es sind Sekunden und es passiert. Und das ist wie ein Vulkanausbruch. Und die Arbeit ist vorher beziehungsweise nachher, dass man außerhalb der Situation, wenn man gerade nicht getriggert ist, dass man es dann aufrollt und aufklamüsert, in was für einen Film gerate ich denn da eigentlich? Das ist wirklich wie bei Harry Potter, wenn der dann auf einmal in so einem ganz anderen Film ist. Nur wir reagieren dann eben im Hier und Jetzt und da gibt es die dollsten Sachen. Also im Grunde alle Beispiele, wenn jemand durch die Decke geht, senkrecht, hängen in der Regel mit alten Sachen zusammen, die dadurch angestoßen werden. Ne? Denn es ist ja, ich weiß noch, ich erinnere mich und das tut mir heute noch leid, aber ich kann es mir auch nicht ändern. Es ist eben so und das so, man muss halt immer dann es im Hier und Jetzt versuchen, ab jetzt es besser zu machen. Aber ich weiß noch genau, das war so ein Moment für mich, in dem ich total aufgewacht bin, wo ich in meiner Küche stand und auf einmal so wie aufwachte. Und stand da so, ja, mit in die Seite gestützten Händen. Und vor mir stand mein 2-jähriger Sohn und der stand da so, wie man steht, so bei Windstärke 10 irgendwie so. Hielt dem so stand, ließ das so über sich ergehen. Und ich hatte offensichtlich ihn gerade mit ziemlich lauter Stimme, ihm irgendwas ziemlich, also ich hatte ordentlich geschimpft. Und ich habe auf einmal gemerkt in dem Moment, das ist die Haltung, mit der meine Mutter mit mir geschimpft hat. Es ist die Lautstärke, es sind die Worte, es sind die Ausdrücke. Und es ist so hanebüchen, dieses kleine 2-jährige Büblein. Wieso kann der mich so reizen, dass ich da einen derartigen Film mache? Das ist doch lachhaft, ja? Und das hat überhaupt nichts mit diesem kleinen 2-Jährigen zu tun, sondern ich war wirklich in einem anderen Film, ne? Und da war dieser 2-Jährige so groß, ja? Und so, dass ich ihn anschreien musste, ne? Oder dass ich das Gefühl hatte, der will mich ärgern, ne? So. Genau. Umgekehrt gibt man ja anderen einen super Vertrauensvorschuss, wenn der andere uns an eine sympathische Person erinnert. Ganz genau. Und auch da darf man vorsichtig sein, aber im Zweifelsfall. Also ich merke, ich verbinde mich dann eigentlich ganz bewusst mit meiner Herzenswahrnehmung, denn im Herzen spüren wir eigentlich ziemlich gut. Wir haben eigentlich ein super, super Gespür dafür, ob jemand gut für uns ist oder nicht. Und das Problem ist überhaupt nicht, dass wir das nicht wirklich spüren würden. Das Problem ist, dass wir heute auch aufgrund unseres Bildungssystems 12 Jahre lang geht jeder zur Schule und wird total einseitig nur im rationalen Denken geschult. Niemand lernt in der Schule auf sein Herz zu hören oder auf seine Intuition oder Leute wahrzunehmen, ob die eher wie so eine Sonne sind, wenn sie ins Zimmer reinkommen, wird es gleich heller oder eher finstere Typen sind, ne? Die Sprache sagt das ja sehr genau. Genau, ich verstehe noch nicht ganz, wieso es immer mit Vergangenheit zu tun hat. Heißt es, im Hier und Jetzt gibt es keine Beleidigungen, Berechtigungen, sauer zu sein? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Eva, du legst den Finger an den Kern des Themas.
Ich weiß ja, wie du aussiehst, weil du in der Wachstumsgruppe bist, ja. Und du bist eine schlanke, hübsche Person. Und wenn jetzt zu dir jemand sagen würde, du schwabbelige, fette Kuh, ja, würde dich das treffen? Würdest du beleidigt sein? Du wirst denken, hallo, hat der einen Knall? Ich bin doch gar nicht schwabbelig und fett, ja. Es würde dich nicht treffen, weil du weißt, du bist nicht schwabbelig und fett und du bist nicht, was weiß ich, ja. Und eigentlich sind wir wunderbare Wesen, alle, egal auf welcher Ebene wir jetzt gucken. Wir haben nur Eigenschaften, auch jetzt, ich habe jetzt dummerweise ein körperliches Merkmal gewählt, es war ungeschickt von mir, denn die größten Beleidigungen passieren auf anderen Ebenen, aber selbst da, ja. Wenn ich wirklich ganz dick wäre und wäre aber damit klar, dass ich dick bin, weil ich missbraucht worden bin und mir so eine Schicht angelegt habe, um unattraktiv zu sein und um mich zu schützen, eine dicke Haut sozusagen, oder weil ich eine Stoffwechselerkrankung habe, die den und den seelischen Hintergrund hat und ich bin damit im Reinen. Dann ist das auch nicht angenehm, aber es würde mich nicht ins Mark treffen, sondern ich würde entweder, so wie jetzt in dem Beispiel, wenn ich, entweder bin ich es nicht, ja, und wenn jemand mich dumm nennt oder bescheuert oder rassistisch oder so, ja, und ich weiß, bin ich gar nicht, dann trifft es mich nicht. Und wenn ich weiß, ich bin es, also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, wenn jemand sagt, du mit deinen hässlichen grauen Haaren oder so, und ich weiß, warum ich graue Haare habe und bin damit im Reinen und bin auch mit meinen unangenehmen Gefühlen dazu im Reinen, dass ich lieber wieder meine dunklen Haare hätte oder was weiß ich, oder lieber aussehen würde wie Ende 20 und so, macht das auch nichts mit mir. Das heißt, ich kann dann schon merken, oh, der versucht mir weh zu tun. Und ich kann auch registrieren, der verhält sich sehr, sehr übergriffig und kann mir das verbitten. Aber ob ich auf der emotionalen Schiene sozusagen durch die Decke gehe oder in tiefste Depressionen falle, das ist tatsächlich, hängt immer mit alten Sachen zusammen und das wäre nicht nötig. Und nicht umsonst ist ja das Traumziel jeder Entwicklung und das, wo wir das Gefühl haben, das sind die Leute, die wirklich erleuchtet sind. Das ist diese heitere Gelassenheit, ja. Oder es gibt diese Geschichte vom Buddha, so eine Anekdote oder Legende über den Buddha, wo er in einem Dorf ist und predigt und nacheinander drei Söhne eines Bauern verlassen ihre Feldarbeit und gehen hin, um dem Buddha zuzuhören. Und der Vater ist stinkesauer und rennt dann irgendwann auch hin und dann ist da der Buddha und dann sagt er, was fällt dir ein, hier mit deinem blöden Gesülze mir meine Söhne von der Arbeit wegzuholen und so. Und der Buddha sagt ihm ganz freundlich, ich nehme dein Geschenk nicht an. Danke. Wie Geschenk? Ja, du wolltest mir deinen Zorn schenken, aber ich nehme ihn nicht an. Und versteht ihr, was ich meine? Es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich mit meinen Themen im Reinen bin und wo ich mich kenne und wo ich auch weiß, da sind meine Knackpunkte, da reagiere ich empfindlich, kann ich wahrnehmen, der andere will mir wehtun, der andere verhält sich übergriffig oder unflätig oder es ist unverschämt und ich kann ihm das nicht durchgehen lassen, aber es trifft mich nicht mehr ins Mark. Versteht ihr den Unterschied? Genau, nimm es bitte nicht persönlich, der gelassene Umgang mit Kränkungen. Und ich kenne das Buch nicht, aber der Titel ist schon mal gut. Das ist genau der Punkt, ne? Dass wir einfach, also
Vor 100 Jahren war es ja noch so, das hat mich immer so beeindruckt. Ich habe früher Karl May gelesen. Und vor 100 Jahren war es so, dass wenn dann jemand den Vorgesetzten nicht zuerst gegrüßt hat oder irgendwie etwas falsch gemacht hat oder so, dann war das eine Kränkung und dann musste man den fordern, ja, zum Duell und musste sich sozusagen auf den Tod schlagen, um diese Beleidigung abzuwaschen wieder. Und es ist aus unserer heutigen Sicht so lächerlich, weil eigentlich kann man überhaupt niemanden beleidigen. Man kann mich nur beleidigen, wenn es einen Punkt in mir trifft, ja? Wenn ich sowieso das Gefühl habe, was weiß ich, ich überlege jetzt, welche schreckliche Eigenschaft von mir ich jetzt hier offenbaren könnte, aber mir fällt gerade überhaupt keine schreckliche Eigenschaft ein. Aber also, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ah, mein Gott, du Klugscheißerin und du weißt aber auch zu allem was und immer du mit deinen klugen Erklärungen oder so. Das hat mich zumindest früher, war das ein Punkt, der mich sehr getroffen hat und wo ich dann so verstummt bin und tief verletzt war, weil ich, wie ihr merkt, gerne rede und mir viele Gedanken über viele Dinge mache und immer und dann auch gerne das teile, was ich so mir denke und erkannt habe. Ne? Und früher hat mich das sehr getroffen, wenn jemand mir das gesagt hat, was durchaus vorgekommen ist. Ne? In der Schule hat man mich Fremdwörterlexikon genannt und das hat ganz tiefe Ursachen dann, ne? Dass ich eben immer schon als vorlaut und altklug und so fertig gemacht worden bin als Kind. Und wenn mir das dann noch begegnet ist als Erwachsener, und ist ja auch was dran, ne? Dann trifft es ins Mark. Und heute, wenn mir das heute jemand sagt, dann würde ich auch hingucken, oh, ist da irgendwie das mit mir durchgegangen oder so. Aber ich würde dann wahrscheinlich relativ schnell feststellen, nö, eigentlich nicht. Oder mag sein, aber naja, so bin ich eben. Ne? Bei mir muss man die Klappe doppelt nochmal extra totschlagen, wenn ich mal sterbe oder so. Ich habe inzwischen ein anderes Verhältnis zu mir. Und mir würde auch auffallen, und das Beispiel, woran ich gerade denke, eine Frau, die mir das mal so richtig um die Ohren geschlagen hat, die ist selber jemand, der unheimlich gerne andere belehrt. Ne? Und das beobachten wir ja alle, das kennen wir ja alle. Wenn mich etwas so richtig aufregt an anderen, es hat immer mit mir selber zu tun, mit Eigenschaften, die mir bei mir selber nicht so recht sind oder die ich mir selber nicht zugestehe. Ich habe zum Beispiel nie ein Problem mit Leuten, die still sind und so ein bisschen lahmarschig und schwer in die Pötte kommen. Finde ich total klasse, das stört mich auch nicht, ja, weil das nicht mein Problem ist. Mein Problem ist, dass ich manchmal nicht still bin, wenn ich still sein sollte, und dass ich das Gegenteil von lahm bin, nämlich manchmal übereilt, voreilig, übereifrig. Und solche Leute, die nerven mich. Wisst ihr, was ich meine? So, das Verhalten eines anderen mir gegenüber sagt immer etwas über den anderen aus, nicht über mich. Genau. Aber wie ich emotional reagiere, hat was mit mir zu tun, nicht mit ihm. Ist nicht von mir das Zitat, aber es bringt es auf den Punkt. Und das Problem ist, im Grunde wissen wir das alle, theoretisch. Aber wenn unsere Knöpfe gedrückt werden, dann haben wir immer das Gefühl, der ist jetzt aber wirklich blöd. Und das ist der Punkt, wo wir wach sein müssen und aufpassen. Und um auf unser eigentliches, sozusagen, ich versuche ja immer den Bezug auch auf Kinder einzuengen, wobei es natürlich für alle Leute gilt, ne? Aber bei unseren Kindern ist es besonders tragisch oder traurig, wenn es uns so oft passiert, weil unsere Kinder das einfach nicht wissen, sondern die kriegen den Sturm ab, der sich auf irgendeine Zeit bezieht, zu der sie noch gar nicht geboren waren, und beziehen das natürlich auf sich.
Und übernehmen dann die Muster und agieren so weiter, so wie ich in der Küche stand und meinen kleinen Sohn so angeschrien habe, wie meine Mutter mich angeschrien hat und wahrscheinlich meine Großmutter meine Mutter angeschrien hat, bis zurück zu Adam und Eva oder wer auch immer da mit dem Schreien mal angefangen hat. Ne? Eva, war meine Antwort, warum es immer mit Vergangenheit zu tun hat, einleuchtend? Okay, gut. Genau, und das, Irina sagt, wenn ich gekränkt, beleidigt bin, erwarte ich immer von dem Täter, dass er auf mich zukommt. Kann dann tagelang meine Beleidigung stumm ausleben. Warum fällt es so schwer, dem Täter die Meinung zu sagen? Sehr gute Frage. Und auch hier ist es so, da gibt es verschiedene Formen. Und die Formen, wie wir darauf reagieren, wenn wir beleidigt sind, sind auch unterschiedlich. Und zwar müsst ihr dann mal jetzt jeder bei sich gucken, oder könnt ihr, je nachdem, womit wir als Kinder überlebt haben. Also, wenn ich als Kind in einem Fall, wenn ich sehr verletzt worden bin, beleidigt mich zurückgezogen habe und das dann zur Folge hatte, dass der andere sozusagen mir nachgekommen ist und sich entschuldigt hat und das hat funktioniert, dann übernehme ich dieses Muster und versuche es bei allen so, mich beleidigt zurückzuziehen in der Hoffnung, dass der andere mir nachkommt. Wenn ich in der Kindheit nur damit durchkam, indem ich laut wurde und mich gewehrt habe und was weiß ich, dann versuche ich es so rum. Oder wenn ich als Kind immer wenn es Ärger gab, eine Mutter hatte, die dann beleidigt war und um die ich dann werben musste die ganze Zeit. Und Mama, sei doch lieber gut und sei doch wieder lieb und so. Dann übernehme ich das als Muster. Immer das, was funktioniert. Und Problem ist es dann, wenn ich das Muster habe, wenn ich verletzt bin, ziehe ich mich zurück und warte, dass der andere kommt. Und ich habe einen Partner, der dasselbe Muster hat. Ja? Dann sitzen wir nämlich beide da und warten, dass der andere kommt und dann wird es mühsam. Ja? Oder umgekehrt, wenn ich das Muster habe, dann offensiv dem anderen die Meinung zu geigen und mit Aggression zu versuchen, für mich zu sorgen und der andere hat das auch, das sind dann die Ehen, wo es ordentlich knallt. Ne? Das hat aber eigentlich gar nichts mit, also was da knallt, sind eigentlich nicht die eigentlichen Menschen, der Wesenskern und sozusagen die Seelen, sondern was knallt, das sind die Muster. Das, was sich das Gehirn gemerkt hat, so muss ich mich verhalten, um zu überleben, um klarzukommen, um geliebt zu werden. Ne? Und deswegen, Irina, könntest du jetzt mal gucken, wie war das denn in deiner Kindheit? Ja? Wem gegenüber hast du dich da beleidigt zurückgezogen und kam der auch? Oder war es umgekehrt, dass du es dir abgeguckt hast, weil jemand anders das so gemacht hat und ist damit durchgekommen? Ne? Und dann wüsstest du, das ist meine Masche, mein Überlebenskonzept. Ne? So. Hm. Genau, super spannend, was du erzählst, Astrid, danke für den Hinweis. Wir sind nämlich schon wieder über die Zeit natürlich hinaus. Wir haben allerdings auch 10 Minuten später angefangen. Bitte morgen Abend auf Facebook noch mehr, das ist so faszinierend. Erfahrungsgemäß erzähle ich morgen Abend wieder ganz andere Aspekte. Also wer Zeit hat, freue ich mich, wenn ihr wiederkommt. Wer jetzt noch denkt, verflixt, ich hätte sie auch noch fragen wollen, schreibt mir. Denn das ist, wie Lola auch sagt, das Thema ist so wichtig, weil es uns so behindert. Wir lieben uns und lieben unsere Kinder und diese Muster und eben diese Übertragungen sind ja nur, dass wir diese alten Triggerungen aneinander ausagieren, die stehen uns im Weg. Und manchmal ist es so, dass Leute sich wirklich, wirklich lieben und nur weil die Muster nicht zueinander passen und sie immer aneinander knallen und oder der eine nie dem anderen hinterherläuft, wenn der sich beleidigt zurückzieht, scheitern dann Beziehungen, obwohl es eigentlich gar nicht sein müsste. Ne? Auf meinem Facebook-Konto, Dagmar Neubronner auf Facebook, wie findet man das, Astrid? Weißt du das? Auch 21 Uhr, genau. Ich habe
habe das Gefühl, dann sind die Kinder im Bett und also meine nicht. Meine fangen dann erst an, sich schön zu machen für ihre Partys, aber genau. Ach so, du brauchst einen Facebook-Account. Wenn du keinen Facebook, kannst du es nicht schauen. Nee, aber du kannst es, ich nehme das ja auch auf und ich lade auch die Facebook-Livestreams auf YouTube hoch, sodass du das dann halt hinterher angucken kannst, ne? Und ja, genau, auch wieder 21 Uhr und dann machen wir da weiter morgen. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen und Beispiele habt, schickt sie mir noch, finde ich super. Und ja, einen schönen Abend noch. Ach so, Werbeblock, jetzt kommt der Werbeblock. Liebe Leute, kommt in die Wachstumsgruppe oder in den Arbeitskreis. Da können wir über all solche und alle anderen Fragen in einem kontinuierlichen Austausch sein. Und da gibt es jeden Monat ein 3-stündiges Webinar, wo das wirklich vertieft wird mit PowerPoint und mit, also wo man wirklich noch ganz anders in die Tiefe gehen kann und wo es dann auch ein wirkliches Gespräch gibt. Genau. Also herzliche Einladung, das lohnt sich wirklich. Ich liebe es und das ist auch noch geschützter, ne, als hier, was ja öffentlich ist und wo jeder zuhören kann. Ich schreibe hier nochmal hin, das ist www.freigroßwerden.de und da stehen eben alle meine Angebote diesbezüglich und da ist es auch erklärt, wie das funktioniert und sowas. Ich finde es nämlich wirklich klasse. Okay, also bis morgen oder sonst bis irgendwo und irgendwann im Arbeitskreis und in der Wachstumsgruppe oder beim nächsten Livestream. Und irgendwann werde ich das auch noch rausfinden, was das hier immer ist mit YouTube. Gute Nacht, ihr Lieben, und tschüss und vielen Dank für euer Interesse. Ciao, ciao.